GT 5, ich weiß nicht, vielleicht gibt es GT 6 Streams, ja. Aber auch da, ne, wenn du PC-Spieler hast, kann man relativ einfach streamen. Konsolenspiele kannst du noch einfacher streamen. Bei der aktuellen Konsole. Hast du hier nicht eine Video Capture Card? Ja, dafür schon. Aber die neuen Konsolen nicht. Ja, und dafür muss er halt schon Equipment haben, um das streamen zu können. Das ist halt noch ein bisschen elitärer, in Anführungsstrichen. So, da gibt es halt nicht so viele Streams. Na dann. Voll exclusive. Wieso haben die das Feature rausgenommen mit 24 Stunden? Man weiß es nicht, vor allen Dingen, weil sie in GT 6 auch wirklich den Sternenhimmel simulieren. Ja? So, oh, das ist dann richtige Sternkombination und so. Na, 24 Stunden ist cool. Wahrscheinlich hat es halt keiner gespielt. Na, ich zum Beispiel nicht. Ja, weil es. In GT 4 war es ja so, du hast 24 Stunden gemacht, bist gefahren, bist in die Box gefahren und hast dem Wiesbeck-Spasti gesagt, jetzt fahr du. Und hier ist Wiesbeck und Aceback getrennt. Was ich doof finde. Ja, ich auch. Ich glaube, für dich Wiesbeck ist, du hast ein Fahrradteam und die fahren dann. Und du kannst zugucken und kannst dann sagen, fahr schneller, überhol jetzt. Ja. Fahr nicht in den Graben, bleib da raus. Langsam weiß ich, wieso ich immer alle crashen im Echten. Also auf echt dran schnell. Okay, es gibt auch 0 Gran Turismo 6 Streams. GT 7? Wahrscheinlich auch. Guck mal nach Forza. Boah. Ja, welches? Keine Ahnung, ich kenne mich da noch nie aus. Scheißrunde. Ihr seid der perfekte Wagen für euch. Bricht halt nicht aus, dann ne? Das wird ja noch schwieriger mit technischen Wagen. Ein OP-Wagen zum Beispiel. Aber die liegen natürlich viel besser an den Kurven. Die liegen ja 900 bis 800 Kilogramm. Also Forza 6 streamen einige, aber ist halt auch ein extra Chance. Ne? Das kannst du halt einfach streamen. Aber ist auch keiner bei, der richtig krass Zuschauer sieht. So 11, 9, 4, 4, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Na, da sind wir mit 7 schon mal zu dabei. 7 Leute, und wie viel kommt vom Mann? Aktuell 2. Ah, das zeigt gut. Ich weiß nicht, ob du Marco mitzählen willst oder vom Mann. Ich dachte mal so, wie viele Leute kennt ihr? 7? Ja, keine Ahnung. Also Racing ist mir zumindest vorher nicht aufgefallen, außer jetzt da und durch den Kommentar unter der Ankündigung. Gibt ja immer Silent Viewers, ne? Die gucken ja. So wie ich. Ach, genau. Nachdem ich ja auf Facebook mal eine Veranstaltung gemacht habe, so. Aber dann muss ich dich wieder nach oben rennen führen. Redet ihr mal ein bisschen weiter, kann ich nochmal Ton hören. Ja, ich will Anfänger. Das war's. Nicht so gut.
viel PS hat denn der hier? 643 kW, also ungefähr über 800 PS. Das ist ordentlich. Ja. Ich hätte ja gesagt, wir sollen P1 fahren, aber ich habe irgendwie das Gefühl, der ist in dem Spiel nicht drin, ne? Ne, da gibt es nur den F1 mittleren und den 12C in P4. Der ist aber schick, aber nicht so schnell wie der hier. Bestimmt. Die hat alle aufgetunnelt in die Straße, meinte ich halt. Beschleunigung bis Höchstgeschwindigkeit schneller. Aber die Kurven halt nicht, weil die kein Abtrieb haben. Ja. Und besser, aber unter 10. Ja, je nach dem Glück. Was? Dann glaube ich nach 10. Ja, ich glaube auch nicht. Wobei, je nachdem, wie ich die Kurve je nach mache. Ja. Wer fährt von euch den Start? Oh, das ist eine gute Frage. Das weiß ich jetzt noch nicht. Die Sache ist, wenn Arian und ich spielen, dann wisst ihr schon, weil ihr alles wieder rausholen müsst. Sehr gut, für meinen Controller. Ja, stimmt. Weil damit bin ich einfach in GT5 einfach besser. Oh, nein! Genau das wollte ich nicht, dass es passiert. So. Ist mir auch schon mal passiert, Controller sogar. Ich dachte, erst hier geht Boxenstopp rein. Moment, ach, dann hier nach direkt irgendwo, ne? Hier rechts? Ja, ja, richtig. Ey, das war sogar echt knapp. Hätte ich die Kurve nicht verkackt, hätte ich. Ja, damit wäre es noch unter 10. Ja. 10-2 nämlich. Trotzdem nicht. Die Kurve ist ja am meisten mit Lenkrad. Ja, ne? Ja. Du hast ja nicht wirklich. Sowas, ja. Da gibt es noch eine andere Strecke in Monaco, das ist so eine große Strecke, keine Ahnung, aber da gibt es ja auch Kompens hier cool, das ist so eine Formel-1-Strecke, wo man mit Lenkrad durchfährt. Ende. Und so viel Kugeln, ey, das. Von mir ist ja nicht 1:1, ne, mit dem Lenkrad auch. Nee. Also, Corrado zum Beispiel ist das 1:1. Ja, ich hab nicht für den Lenker gemerkt, aber es hätte quasi an der. Ich hab's refunded, weil das wird so krass realistisch. Ja, wollte Kass nicht realistischer. Ja? Ja, hab ich ja auch. Ja gut, was sag ich, eine Grid, da kannst du auch mit 150 in eine Kurve reinfahren und kommst da irgendwie wieder raus. Ja, wie gesagt, halt auch Rocket League spiel ich auch. Ja. Mit Lenkrad. Ja, natürlich. Wäre auch mal witzig, aber ich wüsste nicht, wie das dann aussehen würde. Komm. Ich hätte die Bremse zu früh loslassen. Über 80 kommt der nicht, ne, wenn du im Gras oder so bist. Nee. Dann aktiviert auch die CKS. Das ist nicht gut. Ah. Ergibt Sinn. Nicht die Tour. Ach komm. Quer durch. Ich hab gehört, du kannst die Runde nicht zu Ende fahren. Was? Die Kurve. Ja, die mal, ja, krieg ich nicht hin. Ich merke einfach OPC, ja. Aufpasse, Chris. Ja. Ja. Wir müssen langsam mal Ölwechsel, Verbindungsschleifigkeit, ja, nochmal den Wagen richtig in Topform bringen. Damit wir auch pünktlich 16 Uhr anfangen können. Mikro ist soweit ganz gut, ich würde es vielleicht sogar noch ein bisschen lauter drehen. Ja, sag mir einfach, was ich machen muss. Du machst einfach nichts. Boah. Frage ist halt, wer fängt an? Ne? Boah. So, fängt einer von uns an, fängt einer von euch an. Ah, dann wird er wahrscheinlich nicht anfangen, der wird wahrscheinlich nicht mehr pünktlich kommen.
Ja, ich sag dir gerade schon zu ihm, wenn Adrian oder ich anfangen würden, wisst ihr direkt, was ihr rausholen müsst wieder. Ja. Ich könnte eigentlich nur darauf hoffen, dass es regnet, weil die KI halt langsam ist. Ach so, die fahren da vorsichtiger? Ja. Jetzt kann man unseren Wagen von außen sehen. Nicht schlecht. Ich hatte meinen GT5 in hellblau. Ich hatte auch überlegt, den umzulackieren, ja. Aber dann, GT5 hat ja dieses tolle Lackierungskonzept, ja. Dass man Farben nur einmal hat, ja. Und wenn man eine Farbe benutzt. Ach so, und dann ist sie weg? Ich habe nur 1700 verschiedene Farben, ja. Aber so. Kannst du direkt Gold machen. Ne? Und wenn du dann eine Farbe auswählst, dann macht er halt die Vorschau nur an diesem Piece da. Ach, an dem Ding, was sich da dreht. Ja. Keine Ahnung, so. Ich mache einmal die volle. Oh! Also, war ja 701 sogar. Krass. Na komm, ich zahle mal mit meinen Tickets. Ja, habe ich auch. Nee. 700 LP. Und auf. Auf einmal steht der so. Ist klar. Kollision an oder Kollision aus? Ist an, glaube ich. Du kannst kollidieren, ja. Es entsteht dir kein Schaden. So. Ja, aber halt nur außen, glaube ich. Schon günstiger als in GT6. GT6? Kostet halt echt mehr? Ja. Ja, aber ich das nie mache. Also grundlegend, was ist eine Richtlinie für Tanken und Reifen, so wie lange? Müssen wir sehen. Ach, müssen wir sehen. Kann ich jetzt mal ein bisschen... Du könntest jetzt nochmal Öl wechseln, ich weiß nicht, ob der das beim Motor mitmacht. Na, der ist schon gut. So, können wir nochmal waschen. Braucht ihr die Sachen trotzdem auf, trotz Training? Ja, dann können wir dann vielleicht mal umlackieren. Obwohl das so scheiße ist. Komm. Ja, so viele Farben. Chrom. Ja, können wir machen. Und ein Topper und eine Antenne. Sollen wir mal machen? Ja, komm, ja, mal. Zweimal. Ja. Jawohl. Ja. Nur, dass die Motorhaube sich nicht vorne ändert, wo es blau ist. Echt nicht? Nee, das sieht also das so aus. Ah, das geht aber. Ja, ich wollte sagen, ist in Ordnung. Kann man machen. So. Okay. Ein bisschen mehr anfängt. So. Ja. Wir haben den umlackiert. Ja, Gold. Also mir ist egal, wer anfängt. Ne? Wir müssen halt auch sehen, wie es mit den Reifen abläuft, ja. Und ich kann ja nicht die volle 24 Stunden, ich hau ja irgendwann in der Nacht ab, deswegen kann ich gerne meine, wie viel muss ich fahren? 4 Stunden? Mehr? Gerne recht früh wenn ablegen. Wenn du die Kugel fahren, musst du 6 fahren. Ich weiß. Da. 3. So. Ja, keine Ahnung. Entweder einer von euch fängt an, ja? Weil, ne, Adrian geht halt vielleicht dann auch wieder nach und kommt morgen. Übrigens, wir müssen auch noch klären, ob du morgen auch noch wiederkommst. Ich könnte theoretisch nach dem Teamleiter-Treffen nochmal vorbeikommen. Oder einer von uns fährt an. Um schon mal ein bisschen Zeit rauszuholen. Und wegen der Reifen halt. Ja. So, weil wenn einer von euch eine Runde zu lange draußen ist und kacke Reifen hat, ist wahrscheinlich noch schlimmer. Ach, ihr wechselt Reifen zwischendrin. Ich dachte, ja. Okay, wir müssen auch mal gucken, welche Reifen wir haben. Ich dachte, wir haben keine Boxen rauszufahren die ganze Zeit durch. Nein, nein, das habe ich schon gestern noch gefragt. Auf jeden Fall müssen wir dann so anfangen. Ja. Oder will, ja, weiß nicht. Wollt ihr erstmal Zeit rausholen? Oder. Lade schon mal. Ne? Das ist auch unter 10 schon. Ja. Ja, ansonsten fange ich jetzt gleich an, wenn keiner von euch. Ne? Ja, aber ich.